Wir lassen einfach die Menschen, die nachkommen, nach und nach eintrudeln, um nicht ganz viel Zeit noch zu verlieren und machen weiter mit dem Thema, das uns den restlichen Abend heute beschäftigen wird. Ich glaube, es ist ja schon wahrscheinlich so eines der großen, vor allem medienwirksamen Themen, die dieses Jahr, das Jahr davor vielleicht auch schon so ein bisschen gebracht haben. Ein Computer, der auf irgendeine Weise sich selbstständig Daten nimmt oder sortiert und dann das, was er tut, irgendwie besser tut, ohne dass ich ihm dabei helfen muss. Künstliche Intelligenz, Machine Learning sind so die Schlagworte, die gerade ja auch Politikerinnen und Politiker fast so gerne benutzen wie Blockchain, habe ich das Gefühl. Wir haben ja vorhin schon gehört, es gibt da auch neue Gruppen, die gegründet worden sind. Eine just gestern, glaube ich, an den Bundestag angeschlossen. Und häufig klingt das alles, was dann in solchen großen Reden erzählt wird, als könnte man mit solcher Technik bald einfach alles automatisieren, völlig grenzenlos. Und das ist aber vielleicht nicht so. Und die Frage, um die es jetzt gehen soll, ist die, was sich eben nicht erreichen lässt mit künstlicher Intelligenz, was sich nicht automatisieren lässt. Und damit beschäftigen sich Karen Ulrich und Hendrik Heuer. Karen ist Doktorandin an der Universität von Amsterdam und Hendrik arbeitet am Institut für Informationsmanagement der Uni Bremen. Beide sind KI-Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und beschäftigen sich eben mit den Grenzen des Möglichen, dessen, was mit künstlicher Intelligenz schaffbar ist. Schön, dass ihr da seid. Machine Learning, maschinellen Lernen, dass sie oft nicht ohne das Wort Lernen auskommen. Also auch hier, es gibt weitere Definitionen, bei denen das der Fall ist. Und Karen wird jetzt erstmal was über die Datensätze erzählen. Also die Definition, die wir jetzt sozusagen gebracht haben, die auch gern verwendet wird, ist ja relativ abstrakt. Ne? Aber wir wollen uns eigentlich der ganzen Sache auch ein bisschen konkreter widmen. Also zunächst erstmal, worüber sprechen wir denn? Wenn wir uns über lernende Systeme mit lernenden Systemen beschäftigen. Also es geht uns um Datensätze, die n Datenpunkte haben. Und diese Datenpunkte haben jeweils d Kennzeichen oder Eigenschaften. Dabei sprechen wir von Big Data eigentlich immer dann, wenn wir besonders viele Datenpunkte haben. Und von Fat Data immer genau dann, wenn eigentlich die extrinsische Dimensionalität der Datenpunkte, also die Eigenschaften, die wir observieren, besonders hoch ist. Deep Learning jetzt ist eigentlich innerhalb des Machine Learns, beschäftigt sich eigentlich primär mit der Ecke hier unten, also mit Datenpunkten, die besonders viele extrinsische Observationen haben. Und zumindest wird so hypothesiert, die sind besonders gut darin, die observierte Dimensionalität D, eines Problems durch Finden von vielen Korrelationen stark zu beschränken. Ja. Dabei ist eigentlich der Ansatz solcher Deep Learning Systems oder Linear Basis Function Modelle, wenn man das noch ein bisschen allgemeiner ausdrücken will, relativ simpel und auch lang bekannt. Also im Fall von Klassifikation wird die Wahrscheinlichkeit P
des korrekten Voraussagens einer Zielvariable y, gegeben von Daten x, bezüglich eines parametrischen Models, das wir spezifizieren durch Theta, also durch Parameter. Diese Wahrscheinlichkeit soll maximiert werden. So einfach ist eigentlich die Aussage. Das heißt also, ganz praktisch setzen wir das Lernen von Daten gleich mit dem Optimieren einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist ja doch sehr viel praktischer, als was wir vorher gesagt haben. Das möchte ich eben visualisieren. Dafür hole ich mir eben das Moon-Dataset, also als visualisiert durch Andreas Müller, der also der Hauptautor von Scikit-Learn ist, also eine Bibliothek für maschinelles Lernen. Und was wir hier machen wollen mit dem Datenset, ist eigentlich essentiell, diese zwei Verteilungen, also die roten und die blauen Punkte, voneinander trennen. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass eine lineare Entscheidungsgrenze hier gar nicht möglich ist. In dem Modell, was wir eben schon besprochen haben, also mit dem Linear Basis Function Model, was also auch die Grundlage für Deep Learning Models ist, sieht das dann so aus. Also das ist ein ganz einfaches neurales Netzwerk, was versucht, die Punkte hier voneinander zu trennen. Achten Sie darauf, dass rot eingefärbter Hintergrund bedeutet, dass wir hier rot vorhersagen würden und dieselbe Logik auch für blau. Und der Abstand zur Entscheidungsgrenze, die so mehr oder weniger weiß ist, gibt uns also eine Indikation darüber, wie sicher wir uns über unsere Entscheidung sind. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg, wie wir klassifizieren können. Es gibt noch ganz andere Ansätze. Also ein anderer Ansatz sind die sogenannten Maximum Margin Classifier. Da sehen wir ein Beispiel hier. Und hier ist der Ansatz, da geht es uns darum, dass der Punkt, der am nächsten an unserer Entscheidungsgrenze dran ist, also so weit wie möglich weg sein soll von der Entscheidungsgrenze. Ja? Also auch ein ganz legitimer Ansatz. Und einen dritten möchte ich noch einführen, das sind die sogenannten Ensemble-Ansätze. Und hier werden ganz viele kleine Modelle gelernt, bei denen nur Teile von dem Datensatz verwendet werden. Und Teile werden ignoriert und dann werden ganz viele von solchen kleinen Modellen trainiert und da werden immer wieder andere Teile ignoriert und andere Teile verwendet. Und einfach das Kombinieren jetzt dieser vielen kleinen Modelle, das stellt eigentlich unser großes Modell dar. Und man kann dann zeigen, dass je mehr von den kleinen Modellen ich habe, die ich zu dem großen zusammenfüge, desto besser werden diese Modelle. Ja? Also was einer der bekanntesten Ansätze ist eigentlich Random Forest. Zum Beispiel für solche Assembler-Ansätze. Ein paar Sachen stellen wir fest, wenn wir uns diese drei Ansätze angucken. Also erstens, alle Entscheidungsgrenzen, die wir sehen, sind unterschiedlich. Zweitens, auch alle Fehler, die diese Modelle machen und alle richtig klassifizierten Punkte sind auch alle verschieden. Aber eins haben sie doch alle gemeinsam und das ist, wenn sie oben links und unten rechts in die Ecken schauen, ja, da sehen Sie, dass wir haben eigentlich überhaupt keine Daten da, die irgendwas zeigen, die uns irgendeine Indikation geben und trotzdem sind sich dort die Modelle am sichersten darüber, was sie voraussagen. Ja. Das ist ja schon mal eigentlich ganz interessant. Naja. Eine zweite Sache, die wir auch sagen können, ist, dass wir jetzt, das haben wir natürlich Klassifikation besprochen und sagt, naja, was ist denn jetzt mit Regression und den Ansätzen, das ist im Endeffekt alles derselbe Ansatz. Also hier haben wir gesagt, naja, spaltest du mal bitte entlang einer Entscheidungsgrenze die Datenpunkte so gut wie möglich. Bei einer Regression sagen wir im Endeffekt, innerhalb von einer Epsilon-Umgebung, also innerhalb von so einem Schlauch, würde ich eigentlich gerne, dass alle Datenpunkte innerhalb meiner Entscheidungsgrenze oder nah an meiner Entscheidungsgrenze dran liegen. Also im Endeffekt derselbe Ansatz, eine große Äquivalenz. Das heißt also jetzt als Machine Learner, das Einzige, was wir machen müssen, ist eigentlich alle Probleme der Welt, für die wir Daten haben, in Regressions- oder Klassifikationsprobleme zu verpacken. Fragezeichen. Genau, und wenn wir jetzt nochmal abstrakter drauf gucken, dann können wir jetzt nochmal eine Zahl.
individueller Minderheit ist ja schon per Definition schlechter als die Mehrheit. Hier sehen wir die Entscheidungsgrenzen und die können eben auch ganz anders verlaufen in bestimmten Datensätzen. Das heißt, dieses Maschinensystem, das gute Entscheidungen treffen kann für eine Mehrheit, kann vielleicht gar keine Entscheidung treffen für eine besondere Minderheit. Und das kann desaströse Folgen haben. Also denkt man nur an die Medizin. So, also nach diesem ersten Vorwort zum ganzen Thema Themenkomplex Machine Learning und deren Anwendungsgebiete wollen wir eigentlich im weiteren Verlauf uns auf zwei Themengebiete konzentrieren. Also einmal ist das Benennen der Schwachpunkte in der KI-Pipeline, nennen wir es mal. Also von ich erzeuge meine Daten bis ich habe den Classifier oder das Regressions- und das liest dann jemand aus. Und anschließend wollen wir eigentlich mal kurz besprechen, wie würden denn so typische Lösungsansätze aussehen und wie können wir uns damit auseinandersetzen. Also die KI-Pipeline, die wir jetzt hier benennen möchten, so im Groben, das kann man natürlich immer ein bisschen abwandeln. Da geht es zuerst darum, repräsentative Daten zu erwerben. Also diese müssen unter gewissen Umständen, also eigentlich meistens, nochmal vorverarbeitet werden. Und das Erheben repräsentativer Daten ist eigentlich nicht immer, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, niemals so ganz möglich. Und das hat ganz verschiedene Ursachen, nicht? Und das muss man immer als derjenige, das dann anwendet, auch beachten. Wenn wir dann also unseren repräsentativen oder möglichst repräsentativen Datensatz haben, dann bildet der die Grundlage für unser Modell. Fehler und Unzulänglichkeiten, die uns jetzt passiert sind oder die vielleicht einfach passieren müssen, wenn wir die Daten erheben oder erhoben haben, die können jetzt hier verstärkt, aber auch vermindert werden in der Art und Weise, wie wir das Modell modellieren. Und außerdem können dazu noch andere Fehler oder Probleme kommen, ich nenne es mal Unzulänglichkeiten, die zu einem schlechten oder einem schlechten Ergebnis im Ergebnis führen. Und schließlich, das darf man, denke ich, auch nicht vergessen, sollten wir auch immer den Menschen als Komponente von solchen Systemen nicht ignorieren. Das ist also derjenige, der das Modell bewertet, der unter Umständen das Modell schreibt. Und der kann unter Umständen, so wie in aktiven Lernsystemen, das heißt also, wenn wir versuchen, mit dem Einfluss von Menschen wieder neue Daten zu generieren, also auch den neuen Datensatz beeinflussen und der kann wiederum dann das Modell beeinflussen. Das heißt also, den sollte man als Komponente nicht auslachen lassen. Also, zunächst zur Datenerhebung und Vorverarbeitung. Man kann sich das immer sehr einfach machen und dann findet man immer ein Beispiel, bei dem Datenerhebung katastrophal schiefgelaufen ist. Also vielen ist vielleicht die Studie hier bekannt, der Shanghai Jiao Tong Universität, wo zwei Forscher behaupten, meine Slides sind leer. Ah ja, okay. Zeigen zu können, dass man nur von einem Passfoto kriminelle Mitglieder von einer Gesellschaft unterscheiden kann von Rechtschaffenen. Und die behaupten, das könnte man mit einer 90-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit. Natürlich steht jetzt dieses Ergebnis erstmal in einem starken Kontrast zu Forschungsergebnissen, die sowas eher sozioökonomischen Umständen zuschreiben. Das ist also, wenn man sich jetzt die Studie genauer anguckt, dann kann man sehen, also die haben schon versucht, Daten zu sammeln. Ja? Also 1800 Fotos von Chinesen wurden gesammelt, die sind alle im Alter von 18, 55 Jahren, haben keine Gesichtsbehaarung, Narben oder Tattoos. Kommt noch. Dabei repräsentieren jetzt 700 Fotos die Rubrik kriminell, ja, und die Fotos, die wurden von der chinesischen Polizei zur Verfügung gestellt. Und auf der anderen Seite mussten natürlich jetzt die Wissenschaftler auch rechtschaffende Bürger darstellen. Und da die Wissenschaftler den Beruf dieser Leute kannten, und wir werden auch gleich noch sehen, warum, kann man annehmen, dass diese Leute von so Seiten wie LinkedIn diese Bürger beschafft haben. Eigentlich kann man hier schon sagen, dass der Datensatz eigentlich disqualifiziert. Also ich kann nicht aus zwei verschiedenen Prozessen Daten entnehmen und sie dann auf dieselbe Stufe stellen. Ja?
Wollen wir das nochmal genau angucken, anhand von Datenpunkten, die also in dem Datensatz vorhanden sind. In der oberen Reihe 3 Datenpunkte aus der kriminellen Kategorie, in der unteren Reihe 3 Datenpunkte aus der rechtschaffenden Kategorie. Also man sieht hier schon ganz offensichtlich der Kragen. Ja, also die meisten in der rechtschaffenden Kategorie haben einen Kragen. Man sieht auch, die gucken ganz freundlich. Der Scheinwerfer bei den Kriminellen ist in der Regel nicht so vorteilhaft. Der scheint direkt ins Gesicht. Ja, die Leute gucken nicht so nett. Und bei den Bewerbungsfotos sehen wir hier, wird auch ganz eindeutig mit Photoshop nachgeholfen. Das heißt also, im trivialsten Fall kann so ein Algorithmus unter Umständen einfach nur aufnehmen, ob derjenige jetzt hier Photoshop verwendet hat oder nicht. Und das kann man im Endeffekt vielleicht schon mit sowas wie lokalen Pixelstatistiken ganz gut erkennen. Bei sowas kann man natürlich sagen, ganz einfach sagen, das ist hier unzureichendes Forschen, was hier betrieben wurde. Aber ganz oft haben Wissenschaftler eben einfach keine guten Daten, die repräsentativ zur Verfügung stehen. Und dann muss man mit dem Bias arbeiten, der dann kommt. Also. Und das kann ganz verschieden aussehen. Also, was wir gerade gesehen haben, war ein Beispiel von Stichprobenverzerrung. Und das heißt, dass also unterschiedliche Gruppen unterschiedlich dargestellt werden. Und sowas passiert ganz häufig und das kann man ja auch gar nicht umgehen, wenn man jetzt auf Daten angewiesen ist, die von anderen Quellen kommen. Ja? Und das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht mehr forschen will. Weil es kann aber auch entstehen, wenn man einfach nicht besonders viele Datenpunkte hat. Das Problem sehen wir ganz häufig in medizinischen Studien, wo wir also aufgrund von 10 Patienten auf eine Gesamtmenge schließen wollen. Meldebias sehen wir ganz oft in der Psychologie, wenn also wir Menschen befragen, die zum Beispiel Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind, die also aus Angst oder aus Angst vor Repression zu gewissen Themen nicht sagen wollen. Und eine der brisantesten Rollen spielt eigentlich, welche Merkmale, die ich ausgewählt habe, mein Problem also beschreiben. Also niemand kann ja die Gesamtheit einer Realität abbilden, sondern immer nur, wir nennen das so, relevante Statistiken über Probleme, nicht? Das heißt, als Wissenschaftler müssen wir oft ganz bewusst Bias in den Daten in Kauf nehmen, da wir an repräsentative Daten eigentlich nicht rankommen. Also wenn wir zum Beispiel an das Thema selbstfahrende Autos denken, die werden oft trainiert, primär mit Daten aus Simulationen, da wir zum Beispiel ja echte Crash-Szenarien gar nicht bezahlen könnten. Also wir können ja nicht mal eben 100.000 Teslas crashen, um zu wissen, wie das in Realität funktioniert. Simulationen sind aber eben nie die Realität. Also wir denken da an Fehler in Gravitationssimulation, Lichtbedingungen oder Materialsimulation. Und das klingt immer wie ein Witz, aber der führende selbstfahrende Autokonzerne oder so Betriebe, die das machen, die lernen tatsächlich mit Grand Theft Autosimulation. Ja? Und Simulation, die setzt sich natürlich nicht nur beim selbstfahrenden Autos fort, sondern die benutzen die eigentlich dann immer, wenn wir Systeme haben, die besonders sicher sind oder die auf mechanische Systeme beruhen. Also zum Beispiel auch Roboterarme. Ein letztes Beispiel kommt aus der Medizin. Da möchte ich ein Beispiel vortragen von einer Professorin aus Harvard, Final Doshi, die so ein bisschen das Vorzeigebeispiel ist heute aus jemand, der also erfolgreich modernes Machine Learning verbindet mit einer Kollaboration zur Medizin. In einer Studie beschäftigt sie sich, sie und ihr Team natürlich, mit dem Voraussagen, welches Depressionsmedikament richtig sei für einen Patienten. Da haben wir natürlich zwei Probleme. A, die Daten, die ihr zur Verfügung gestellt wurden, die wurden nie unter der Hypothese gesammelt, dass ich das jetzt rausfinden will. Ja, und das Zweite ist, die verfügbaren Daten sind eigentlich nur, was wir jetzt hier oben im Bild sehen, Rezepte. Also hier wurden an verschiedenen Zeitpunkten für so und so lange Rezepte erstellt für Antidepressiva WUM A, B und C in dem Experiment. Ja, also das erste Problem, dass die Daten nicht unter der Hypothese gesammelt werden. Das muss besonders im Nachgang der Analyse beachtet werden. Wir können natürlich Ärzte,
Wir ähnlich, aber Ärzte können ja natürlich kein komplett zufälliges Experiment machen. Wenn sie schon vorher wissen, dass gewisse Patienten wahrscheinlich schlecht auf ein Medikament ansprechen, das heißt aber auch gleichzeitig, dass in der Analyse oder dass der Bias der Ärzte, der also sagt, der Patient sollte das Medikament besser nicht haben, der wird im Endeffekt dann in der Analyse verstärkt. Das Modell hat ja im Endeffekt nie gesehen, dass ein gewisses Medikament zum Erfolg führt. AKA wird es das auch niemals empfehlen. Ja? Also da sehen wir zum Beispiel, dass sowas verstärkt werden kann. Das muss natürlich im Nachgang dann beachtet werden, ganz einfach. Das heißt aber auch gleichzeitig, nehmen wir mal an, eine medizinische Annahme unter den Medizinern sei falsch. Das heißt, unser Modell kann die nie finden. Ja? Und zum zweiten Punkt, also der Frage, wie kann ich jetzt aus meinem Patientendatenblatt hier eigentlich die Frage beantworten, welches Medikament ist richtig? Das heißt also, ich muss hier im Endeffekt wieder darüber reden, wie kann ich das in ein Datenset umwandeln, was im Endeffekt sagt, Medikament A, B, C, Erfolg oder nicht Erfolg. Und dafür muss ich im Endeffekt, also Sie sehen ja hier zum Beispiel Medikament B wurde sehr lange verschrieben, da können wir vielleicht davon ausgehen, dass das erfolgreich war, aber das ist im Endeffekt auch eine Frage, die man lange mit Ärzten und Gremien aushandeln muss, um so eine Heuristik zu finden, die also dem Problem gerecht wird. Was ich jetzt auch gar nicht als Kritik an der Studie oder was nicht als Kritik an dieser Studie zu verstehen ist, ganz und gar nicht. Aber vielleicht so nach dem Motto, man muss diese Ambivalenz zwischen beiden sehen. Also es ist natürlich Garbage in, Garbage out, wie überall, aber gleichzeitig sozusagen auch dieses each garbage fire brings illumination. Also man muss mit beidem leben. So, zweites Thema, Schwachstellen beim Modellieren. Wir wissen ja als Informatiker wahrscheinlich alle vom No-Free-Lunch-Theorem. Das heißt also, kein Modell in allen möglichen Szenarien funktioniert. Und das heißt, dass wir Annahmen treffen müssen für jedes Modell im Hinblick auf unser spezifisches Problem. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Und wir wissen auch, dass diese Annahmen Grenzen haben. Und dann sagt das Modell, und als Informatiker oder als Wissenschaftler müssen wir die benennen und natürlich auch testen. Was sind denn diese Annahmen, die wir eigentlich gerne machen und die wir eigentlich häufig ignorieren? Jetzt gerade als statistisch oder als statistischer Informatiker, so wie ich. Eine Annahme, die wir eigentlich immer machen, sind, dass Daten unabhängig voneinander erhoben würden. Das stimmt fast nie. Und eine zweite Annahme, und die finde ich eigentlich am problematischsten, wenn es eigentlich darum geht, wenn man von gesellschaftlichen Zusammenhängen spricht, das ist die, dass alle Prozesse statisch seien. Ja? Also jetzt stellen Sie sich vor, jedes Modell würde annehmen, dass Ihr Musikgeschmack sich nie ändert. Ja, und also gibt es noch ganz andere Sachen, wo das viel problematischer wäre. Ja? Also diese Statik-Annahme, die wird relativ selten eigentlich kritisiert oder besprochen. Und natürlich als drittes in unserem Bemühen, alles immer als Regressions- oder als Klassifikationsproblem zu verpacken, muss eigentlich der Maßstab von Erfolg oft sehr stark vereinfacht werden. Also da habe ich auch noch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, das Übersetzen von Texten. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel fragen, wie übersetzen wir gut? Also wie messe ich das richtige Übermessen? Also stellen Sie sich vor, was Sie als Datensatz bekommen, ist ein Korpus von Übersetzungen. Und wir wollen messen, ob ein Text richtig übersetzt wurde oder nicht. Also wie können wir das messen? Wollen wir das Wort für Wort messen oder Paragraph für Paragraph? Aber wie genau soll dann der Maßstab aussehen? Oder können wir uns sicher sein, dass der Algorithmus den Kontext noch erkennt? Was ist mit Synonymen? Ja, also machen wir auch Fehler, wenn quasi der Text nicht ganz genau übersetzt ist, wie das unser Datenpunkt vorsagt, und wie können wir dem quasi entgegentreten? Ja? Die Ingenieure von Google, die ignorieren im Endeffekt das Problem mit den Synonymen. Ja, das geht sich schon aus dann. Und man übersetzt auch nicht Paragraph zu Paragraph, weil das dann zu kompliziert, sondern man übersetzt im Endeffekt Satz für Satz. Okay.
Und was dann passieren kann, ist eigentlich ganz spannend. Also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt Satz für Satz übersetzt, einen Unterschied dazwischen, ob ich zwei Hauptsätze mit einem Komma trenne oder mit einem Punkt. Das heißt also, einfaches Beispiel, wir übersetzen jetzt mal zwei Sätze. Sie ist eine Frau, sie ist Ärztin. Den meisten Menschen wäre jetzt bewusst, dass sich das aufeinander bezieht, ins Türkische. Das ist eine genderneutrale Sprache. Und wenn wir das dann zurück ins Deutsche übersetzen, dann steht da, sie ist eine Frau, er ist Arzt. Nicht? Und jetzt ersetzen wir doch mal den Punkt mit dem Komma. Ja, ist eigentlich ganz spannend, dass der Punkt und das Komma für die Maschine den großen Unterschied machen. Weil wir angenommen haben, dass Sätze unabhängig voneinander sind, unabhängige Datenpunkte. Ja? Der Algorithmus weiß also in dem Moment, wo wir den Satz mit einem Punkt trennen, nichts vom Kontext, dass das eine Frau ist. Und dem kann man das ja dann auch nicht, also das ist halt in den Daten dann die wahrscheinlichste Variante, dass ob ihr Doktor heißt, er ist Arzt, nicht? Also es handelt sich hier nicht so richtig um Bias in den Daten, weil es wahrscheinlich im Korpus, oder nicht nur, was im Korpus ja so vorhanden ist oder meistens so übersetzt wird, sondern eben um ein Bias im Modell. Ein zweites Beispiel soll das noch ein bisschen klarer vor Augen führen. Was ist, wenn wir den Messbereich ausnutzen? Also wir haben schon mal vor uns über das Bild hier geredet, also über Linear Basis Function Models sowie Neural Networks. Und wir stellen uns jetzt vor, die handeln jetzt diskriminativ mit Bezug auf das Unterscheiden von Verkehrsschildern, nicht wahr? Wenn wir also die Verkehrsschilder aus der Mitte der Distribution holen, also hier nah an den Entscheidungsgrenzen, dann wird das super gemacht. Aber wenn wir hochgehen, um in hochdimensionalen Räumen noch ein bisschen wegzugehen, ist relativ einfach, dann können wir das schaffen, dass wir Datenpunkte so manipulieren, dass der Algorithmus denkt, es wäre hier wie zum Beispiel beim nur rechts abbiegen Schild ein Vorsicht nasse Straße Schild. Also man kann, und der Algorithmus ist darüber ganz sicher und überhaupt nicht bewusst. Und das wird dann im Machine Learning auch gern feindliche Attacken, also Adversarial Examples, genannt. Ich glaube, das bietet einen guten Übergang zum Menschen im System. Genau, das geht natürlich auch.
An dieser Stelle wollen wir dann eigentlich in den letzten Teil unseres Vortrags überspringen. Vielleicht der spannendste Teil für viele Leute, die sich hier fragen, naja, wenn das alles so schlecht ist, wie sollen wir das denn lösen? Oder gibt es Lösungsansätze? Und ich werde mich ganz kurz auf ein Feld konzentrieren, das nennt sich das faire Lernen. Und das ein bisschen genauer beleuchten und dann ein paar andere Fälle einfach noch anschneiden. Und Hendrik wird sich dann wieder der ganzen Perspektive des Human Interactions beleuchten. Also faires Lernen. Wenn wir uns damit beschäftigen, müssen wir erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Also wie genau wie im Rest des Vortrags bezeichnen wir die abgebildeten Statistiken eines Individuums wieder als Datenpunkt. Die Zufallsvariable A bezeichnet Attribute, deren Verwendung wir als prekär vielleicht bezeichnen würden. Y ist wie gehabt die vorauszusagende Zufallsvariable, also von der wir Datenpunkte haben. Und letztlich C soll also unser Modell beschreiben, also das dann Voraussagen trifft, mithilfe des prekären sensitiven Attributs und des Datenpunkts. Also die vielleicht intuitivste Konzept zum Thema Fairness ist Unabhängigkeit, also Unabhängigkeit des sensitiven Attributs A von der Voraussage C. Also sagen wir ein Beispiel hier, um das ein bisschen konkreter zu machen. Eine Versicherung will gegeben einer Bewerberakte X entscheiden, wie viel Beitrag C bezahlt werden soll. Und dabei soll dieses Ergebnis unabhängig sein vom Alter des Bewerbenden. Was ich also formal erreichen will, um die Abhängigkeit von C, Unabhängigkeit von C und A zu erreichen, ist also, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis für alle Gruppen A und B für jede Wahrscheinlichkeit gleich ist. Ja, das bedeutet das formal. Wie kann ich das erreichen, fragt man sich jetzt vielleicht. Eine Sache, die auffällt, ist, das sensitive Attribut, also das Alter einfach rauszulassen, ist schon mal keine Wahl, weil Sie können sich vorstellen, selbst wenn ich Ihr Geburtsdatum nicht kenne oder wenn Sie mir das verschweigen, ich kann Ihr Alter relativ gut abschätzen, wenn ich zum Beispiel Ihren Familienstand, Ihren Berufsstand, die Anzahl Ihrer Kinder und naja, ähnliche Attribute kenne. Das heißt also, diese Attribute rauszulassen ist, die schlechteste Lösung. Eine Lösung, die hier der Leiter des Vektorinstituts in Toronto, Rich Semmel, vorschlägt, ist die folgende. Also, wir lernen erst eine Repräsentation Z, die auf die Akte X und dem Alter, also unserem sensitiven Attribut und unserem Datenpunkt basiert. Und dann regulieren wir nun diese Repräsentation so, dass keine Information über A enthalten ist. Ja, also wir minimieren die Information zwischen A und Z, aber wir maximieren die Informationen zwischen der Akte und Z. Das heißt also, mit einem Fokus auf die erste Aufgabe, werden wir also nun erreichen, dass der Betrag C, der zu bezahlen ist für die Versicherung, unabhängig vom Alter ermittelt werden kann. Soweit, so gut natürlich. Unabhängigkeit ist aber nur ein Aspekt von Fairness vielleicht. Und der deckt aber nicht alle Aspekte von Fairness, die wir vielleicht als Fairness verstehen, ab. Es erlaubt zum Beispiel Majority Rule, also wenn wir Entscheidungen treffen, die eigentlich nur der Mehrheit zugutekommen oder die richtig sind für die Mehrheit. Sollten also manche Gruppen viel stärker vertreten werden, dann werden die gut abgebildet und kleine Gruppen werden in der Regel ignoriert. Und das führt sozusagen zu einer anderen Forderung im fairen Lernen. Und die nennt man die Separation. Also das Separationskriterium heißt, ein Modell zu finden, das gleichbleibend gute Voraussagen C liefert, unabhängig von der Gruppengehörigkeit A, gegeben unserem Modell. Beispiel wieder, also der vorausgesagte Beitrag C von unserer Versicherung soll mit derselben Präzision hier gemessen an den Zielvorgaben Y, also von den Datenpunkten, die wir schon haben, für alle Altersgruppen bestimmt werden. Das heißt also, C soll unabhängig sein von A gegeben Y. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit C zu ermitteln soll für alle Y oder die Präzision für C soll für alle Gruppen gleich sein. Gut.
Und wieder können wir eigentlich sagen, okay, vielleicht ist das aber auch wieder nicht, was wir erreichen wollen. Vielleicht verstehen wir unter Fairness wieder was anderes. Vielleicht verstehen wir unter Fairness formalisiert die Idee der Gleichheit des Ergebnisses. Also stellen wir uns in unserem Beispiel vor, in jeder Altersgruppe A haben dieselbe Anzahl Menschen in Prozent eine Zusage zur Versicherung bekommen. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit oder dass dieselbe Anzahl von Menschen eine Zusage für die Versicherung bekommt. Wie können wir das erreichen? Das können wir eigentlich relativ einfach erreichen. Wir nehmen uns also die verschiedenen Gruppen raus und wir skalieren unser Ergebnis, sodass also das gleiche Ergebnis kommt für die drei Gruppen. Wir haben also jetzt drei Konzepte zu Fairness besprochen, sehr schnell natürlich, die ganz unterschiedliche Probleme und uns unterschiedliche Vorstellungen von Fairness bekämpfen. Was dabei interessant ist, ist, dass man im Allgemeinen mathematisch zeigen kann, dass sich die drei Konditionen gegenseitig ausschließen. Man kann also nicht alle Eigenschaften gleichzeitig erreichen. Und das zeigt wiederum eigentlich ganz deutlich, dass auch faires Lernen im Endeffekt ein Model Bias ist. Also ein Model Bias, der verstanden werden kann, um den Bias in Daten, den wir dann erwarten, auszugleichen. Und das heißt im Endeffekt wiederum, dass das eine Entscheidung ist, die man dann als Ingenieur treffen muss, dieses Modell zu modellieren. Das heißt also im Endeffekt sind wir auch hier wieder an einer Grenze angelangt, wo man sagen muss, der Mensch ist im System unabdingbar, um diese Entscheidung zu treffen, was bedeutet fair für mich. Also wenn man die philosophische Frage von Chancengleichheit und Gleichheit im Ergebnis formalisieren kann in einem mathematischen Konstrukt, muss ich trotzdem immer noch die Entscheidung jemanden treffen lassen. Wollen wir das springen? Lass mal vielleicht für die Diskussion die Frage, wie können wir Maschinen beibringen, wenn sie denn nichts wissen? Ich habe schon ein Ausrufezeichen bekommen. Okay, also. Es ist so, wir haben ja gleich die Diskussionsrunde im Anschluss an euren Vortrag. Ich würde vorschlagen, wir lassen das Q&A zwischendrin einfach weg jetzt, okay, und machen dann ein gemeinsames KI-Q&A im Anschluss. Okay. Vielleicht willst du noch kurz, weil das Thema gerade ja auf großes Interesse stieß, einen kurzen Impuls geben und dann kann man es ja vielleicht wirklich versuchen weiterzutragen in die Diskussionsrunde gleich. Also abschließend zum Thema sozusagen technische Lösungen steht die Frage auf Uncertainty Estimation. Also wie kann ich das schaffen, dass oben links sich das Modell nicht mehr so sicher ist? Also wann weiß man, dass man nichts weiß? Und das ist eigentlich eine Kernfrage in meinem eigenen Doktorat. Wie kann ich Uncertainty Estimation erschaffen? Das heißt aber wieder im Endeffekt, dass ich jetzt diese Uncertainty, die ich vielleicht in das Modell einbringen will, ist eigentlich wieder ein anderes Modell im Modell im Endeffekt. Ich kann also diese Uncertainty einbringen, indem ich zum Beispiel statistische Verteilung über meine Parameter lege oder in meinen Repräsentationsraum. Ja? Aber im Endeffekt mache ich dann auch wieder Annahmen. Und was man dann, wenn man strikt vorgehen würde, noch machen müsste, ist dann wieder also das Modell im Modell weiterhin bewerten. Das heißt Post-Predictive Posterior Checks. Und ich weiß nicht, wenn Sie vielleicht schon mal in der KI gearbeitet haben, das Wort habe ich selten gelesen, wenn ich in irgendeiner Studie krame. Das Problem ist, glaube ich, dass sowas schwierig technisch umzusetzen ist. Und Menschen dann im Endeffekt sich mit quasi nicht genug getesteten Modellen zufrieden geben, solange man dann sagt, naja, wir haben ja schon mal ein Modell im Modell, das vorhanden ist.